Und Leute, habt ihr die Mini-Direct von Sakurai mitbekommen über Smash Bros.? Ist nun einiges mehr bekannt. Allerdings, das meiste wusste man schon vorher. Was das alles ist, das werden wir heute besprechen im nächsten Part von Advance Wars. Und unsere Truppen rücken immer näher. Also für Eagle wird es immer enger. Ich würde mal sagen, dass wir heute die Schlacht hier beenden. Komme, was wolle. Und ich fange sofort mal mit dem ersten Thema zur Direct an. Nämlich war das halt die Präsentation von Roy. Ja, man wusste es ja bereits, es war keine Überraschung. Man hat halt nur spekuliert, wird jetzt Ryu oder Roy als erstes vorgestellt. Es war Roy und man hat jetzt einiges über sein Moveset kennengelernt. Und da gibt es einige interessante Dinge. Oh, ich kann auf diesen Missilwerfer gehen. Nämlich soll Roy angeblich viel stärker als damals in Melee sein. Und, ja, sein Final Smash ist halt wieder ein standardgemäßigter Final Smash aus der Fire Emblem-Serie mit diesem Balken, der dann das Leben abzieht. Ja, an sich bin ich dann gespannt, wie stark der denn jetzt wirklich ist. Natürlich hat sein Design sich auch geändert, damit hat Sakurai noch geprahlt. Warte, wir nehmen uns noch einen Flak. Er hat keine Flugzeuge mehr, also brauchen wir die an sich nicht mehr. Ja, wir sind gut aufgebaut hier. Passen wir jetzt ihn mal ran. Und dann komme ich gleich zum nächsten Thema. Und zwar wurden danach neue Mii-Kostüms vorgestellt, Kostüme. Und zwar waren da diese Kostüme, die man schon kannte. Also Mega Man, EXC, Zero aus Mega Man X, die Inklings, also der Junge und das Mädchen. Was gab's noch? Ja, dann die Street Fighter Kostüme und ja, dann gab's noch einige neue, aber mit denen kann ich nicht viel anfangen. Ich kenne sie zwar, aber ich könnte jetzt nicht direkt sagen, wie die in Relation zu Ryu sind. Es sind Street Fighter Kostüme. Ah ja, und ein Isabelle Kostüm. Ja, ich kaufe mir die eh nicht. Wer es braucht, mag sie holen. Und dann kam etwas ziemlich Interessantes. Und zwar wurden endlich die nächsten Amiibos angekündigt. Das sind Duck Hunt Duo, ROB, Mr. Game & Watch und Falco. Und Mr. Game & Watch ist wieder eine besondere Amiibo, denn die kommt mit dem Set, wo verschiedene Positionen, also Posen von Mr. Game & Watch drin sind. Und der kann man dann beliebig die Form verändern. Ich glaube, es gibt 4 verschiedene Posen, die der hat. Ganz nett, man weiß jetzt endlich, wie die Mr. Game & Watch Figur aussieht. Sie ist so, ja, so dick wie eine Münze halt und nicht abgerundet, sondern eckig. Ich finde sie an sich ganz nett, auch die Umrandung sieht sehr schön aus. Gefällt mir an sich. Oh, ich kann den Panzer nicht einholen, okay, dann gehe ich auf die Truppen. Dann kam... Was kam als nächstes? Ah ja, die ersten Stage-DLCs kamen dran. Das habe ich euch ja auch gesagt, es werden Stage-DLCs angekündigt. Und zwar sind dies jeweils für 2 Euro erhältlich. Stages aus Super Smash Bros., also dem allerersten Teil für den Nintendo 64. Und das sind das Dreamland, also Green Green, glaube ich, heißt die. Dann das Hyrule Castle. Dann das Rainbow Castle, also das Mario 64 Level. Und dann wurde noch die Miiver Stage freigegeben. Was ich davon halte, dass diese Stage zum DLC kommt, ja, ich finde, das ist wieder zurückgehaltener Content, denn die Stage kann doch nicht so schwierig gewesen sein, einzuprogrammieren. Man bezahlt jetzt 2 Euro dafür.
Für das Dreamland, das Hyrule Castle, The Rainbow Castle finde ich das ganz okay, aber nicht für die Miiverse Stage. Als nächstes wurde dann der Soundtrack der Miiverse Stage bekannt gegeben und den konnte man schon auf dieser Spezial-CD, die man, wenn man das Spiel registriert hat, bekommen hat, hören, aber sie war nicht im Spiel. Die kommt aber Gott sei Dank gratis mit einem Update dazu. Ja, dann sprach... warte, einen Moment. Ja, okay, hier läuft alles so, wie es sein soll. Nehme ich den Panzer jetzt? Ja, ich muss ja fast... Ich könnte den aber auch mit dem Raketenwerfer holen. Wie ging's weiter? Ja, dann kam der auch schon bekannte Turniermodus. Den habe ich ja auch schon erwähnt im letzten Part. Wer es nicht gesehen hat, kann ja mal reinschauen. Dort spreche ich nochmal über Roy und Rio. Und erwähne halt diesen Turniermodus. Ja. Damit ging es dann weiter und dieser Turniermodus ist geplant für den August, weil Masahiro Sakurai den Online-Modus so sicher wie möglich gestalten wird, also dass keine Bugs auftreten, dass niemand schummeln kann und so etc. halt. Finde ich gut und schlecht, ich finde es interessant, aber ich finde, man hätte das dann heute als Hype ankündigen können und nicht schon Wochen vorher oder ja, schon bereits im während des Release und jetzt nochmal verschieben. Also da hätte man einiges besser machen können. Aber gut, ich beklag mich nicht. Ich werde diesen Turniermodus sicher benutzen und werde mich auch drauf freuen. So, für den nächsten Panzer benutze ich meine Gabe. Und ja, mal schauen, wie der so wird. Man kann ja seine eigenen Regeln und so festhalten. Das sieht ziemlich interessant aus. Ich hoffe, dass das wirklich erfolgreich wird. Und dann kam was zum Thema YouTube. Und zwar kann man mit einem Update, also ich weiß auch nicht, wann das Update starten wird. Ich komme aber später nochmal dazu. Und zwar wird es nun möglich sein, YouTube mit seinem Smash Bros. Zu verbinden und dann kann man seine Fights halt auf YouTube hochladen und ja, dann kann man die halt auf allen möglichen Geräten genießen. Das ist gab's schon so, aber ist jetzt halt frei geworden für YouTube. Ist auch ganz interessant, besonders für die Kämpfe ausstrahlen wollen, wo sie ein bisschen Skill zeigen und so, aber kein Geld für Capture Cards ausgeben möchte. Finde ich eine gute Sache. Ja, was daraus schlussendlich wird, das verrät die Zukunft. Auch darüber ist das Update noch nicht bekannt. Und dann kam es endlich. Der Street Fighter DLC wurde angekündigt mit Ryu und einer Street Fighter Stage. Tut mir leid, wenn ich das jetzt falsch interpretiere und so, weil ich bin nicht so in Street Fighter drin. Allerdings ist es so, dass es Ryu geben wird und die... Einen Moment, die Susaku Castle. Eine Stage aus einem früheren Street Fighter Teil. Als Omega scheint die an sich genau die gleiche zu sein. Und dass die Besonderheit dieser Stage ist halt, dass man... Ah, verdammtes Flugzeug! Die Besonderheit dieser Stage ist halt, dass man entweder auf einer sehr, sehr großen Plattform kämpfen kann oder auf zwei kleinen und man muss halt seinen Kampfstil dann an die Plattformen anpassen. Ebenfalls eine Erneuerung ist dann, dass wenn die Zeit langsam knapp wird, die Musik schneller wird und sie auch, ich glaube, es wird sogar ein ganz anderer Soundtrack. Es wird auch Street Fighter Musik in Smash Bros. Geben, allerdings ist nicht bekannt, ob das gratis sein wird oder Kosten aufbringt. Da müssen wir noch abwarten.
Ja, wie ging's dann weiter? Ja, genau. Man hat Rios Moveset vorgestellt. Und da gibt's so interessante Dinge. Und zwar kann man Rio halt als Standard Smash Bros. Kämpfer spielen, also mit halt diesen einfachen Movesets. Aber wenn man sich die Kombos einbringt, kann man auch noch stärkere Attacken aus Rio rausholen. Das ist so ein kleines Street Fighter Gimmick. Ich finde es an sich so in Ordnung. Allerdings will ich nicht, dass Smash Bros. Irgendwann die Spur geht, mit mehreren Kombos arbeiten, also das HRL Laboratories ihr Motto verlässt. Ihr Motto ist übrigens, mit so wenig Knöpfen wie möglich den meisten Spaß rausholen. Und das hat bis jetzt noch immer gelungen. Man sieht Smash Bros., Kirby Air Ride und ja, die gesamte Kirby-Reihe an sich. Ja, der hat dann halt stärkere Attacken, stärkere Recovery und so und kann One-Hitten. Und er hat sogar zwei Final Smashes. Jawohl, das ist ganz neu. Und zwar hat er einen Final Smash für den Nahkampf und einen Final Smash für den den entfernten Kampf. Das macht jetzt überhaupt keinen Schaden, das war dumm. Ach, egal. Für den entfernten Kampf kann er dann halt, ich weiß nicht, tut mir leid, wenn ich das jetzt falsch, benenne. Er kann ein, Shuriken? Oder so rausholen, die dann die Gegner sehr weit weg teleportieren. Und im Nahkampf hat er so eine Little Mac-mäßige, K.O.-Punch-Attacke, bei der er halt die Gegner in den Himmel befördert. Er kann auch noch seine Gegner lähmen. Und ja, das wird halt wie Mewtwo's Konfusion sein, ne? Ich denke mal. Nicht Konfusion, das ist doch Silberblick, glaube ich. Ja, beides wird für 6 Euro oder 12 Euro in einem Set zu bekommen sein, das war irgendwie ziemlich unübersichtlich erklärt worden. Da stand 6 Euro Rio und 6 Euro den Sasuke Castle. Wird das jetzt 12 Euro Pack sein oder ein Set, was jeweils 6 Euro kostet? Da weiß ich jetzt nicht genau was drüber, das war ein bisschen unübersichtlich. Ebenfalls wurde noch Lukas angekündigt. Der hat noch eine kleine Rolle gespielt, weil er halt aus Brawl kommt und Roy aus Melee rückkehrt. Ganz kleines Gimmick. Und dann kamen wir zum letzten. Dann hat Sakurai nämlich noch einmal alles resümiert. Sehr nett von ihm. Und dann kam das Announcement, was ich auch nicht so richtig verstanden habe. Denn am Anfang hat er gesagt, man weiß noch nicht wirklich, wann diese Charaktere freigeschaltet werden, wann diese Stages kommen. Er hat sogar gesagt, dass Roy am gleichen Tag wie Lukas erscheinen wird. Und angeblich ist dieser Tag heute. Ja, ihr habt euch nicht verhört. Heute soll zu 8 Uhr PM, also 8 Uhr abends, pazifischer Zeitraum, diese Figuren herauskommen und sie sind dann im E-Shop erhältlich, sowie auch die Stages, von denen ich gesprochen habe, und halt die drei Charaktere. Das ist verwirrend, also da hätte man wirklich anders vorgehen können. Aber gut, ich freue mich drauf. Nur, ich Idiot habe natürlich jetzt kein Geld auf meinem E-Shop-Konto und kann natürlich dann erst am Montag zum Saturn latschen und mir eine E-Shop-Karte besorgen. Super, danke auch. Das heißt, ich genieße heute Abend schon mal nicht den Vorteil von Smash Bros. Also den Erweiterungen. Das war's alles von dieser kleinen Direct. Ich find's an sich gut so
kurz und bündig. Man sitzt keine eine Stunde auf Twitch rum. Und man hat trotzdem sehr viele Informationen bekommen. Das meiste war leider schon bekannt. Also da ist jetzt nicht die Welt zerbrochen. Das finde ich ein bisschen schwach. Aber mein Gott, besser so, als dass man dann in den Hype bricht und im Nachhinein enttäuscht wird. Es war im Großen und Ganzen doch sehr interessant. Und ich hoffe, ich konnte euch das hier gut rüber vermitteln. Für diejenigen, die die Direct leider nicht sehen konnten. Ja, ihr könnt mir ja mal schreiben, ob das ausführlich genug war. Und was ihr dann so von der Direct haltet, wenn ihr sie gesehen habt. Oh, macht das noch 9 Schaden? Das ist wenig. Okay, wir haben noch 2 Leben. Gut. Ja. Mich würde eure Meinung auch interessieren. Wie steht ihr zu dieser Vermarktung, die heute stattgefunden hat seitens Sakurai? Wie findet ihr die Mr. Game & Watch Trophäe? Wie findet ihr ja, die neuen Charaktere? Und, ja, das habe ich noch vergessen. Es kommen auch mit einem Gratis-Update neue Street Fighter, Splatoon und was gab's noch? Mega Man Trophäen hinzu. Ja, das war's. So, wir scheinen hier noch die 4 Minuten zu schaffen. Er ist fast down. Er hat nur noch ein paar gefährliche Panzer. Und dann haben wir Eagle hinter uns gebracht. Und wir haben jetzt jede Menge Geld, also wenn der uns zu nahe kommt, dann haben wir eine Antwort auf ihn. Ich nehme jetzt hier, ja, den Panzer weg. So. Was hat er denn jetzt noch? Die beiden dort, dann hier die 2 und diesen kleinen Panzer. Ja, das wird sich jetzt schnell erledigen. Schade, dass wir die Hubschrauber und Flugzeuge so schnell verloren haben, sonst könnten wir uns hier noch besser voran bewegen. Aber ja, die Artillerieeinheiten machen es hier gut mit dem Fernkampf. Wunderbar. Dann noch einen Raketenwerfer auf diesen dicken Panzer. Stippt der weg. Und dann hole ich mir noch meine Truppen von unten hoch. Der hat keine Reichweite. Stellen wir den hier hin. Der geht das nächste Gebäude einholen. Besetzen. So. Und dann bringen wir weitere Panzer nach oben. So. So, ich produziere jetzt noch Panzer nach. Den hier stelle ich mal dort hinten hin. Vielleicht erreicht der wer was. Ups, jetzt habe ich eine Infanterieeinheit genommen. Das war dumm. Aber egal. Okay, er greift mit seinem Panzer wieder an und schützt sich wieder. Und er hat keine Chance. Er hat absolut keine Chance. Wir sind so überlegen. Das wird hier jetzt eine One-Man-Show. Und ich hasse es, wenn mein Home-Button auf meinem Wii U Gamepad so leuchtet. Das irritiert ein bisschen. Ja, der Panzer, der wird halt voranschreiten. Du übernimmst dann diese kleinen. Und heute mit den Flugzeugen ist es wirklich schlimm. Ich hoffe, dass man das nicht in den Videos hört. Aber bislang hat man es tatsächlich noch nie gehört. So, dieser eine Raketenwerfer scheint Waffenmangel zu haben. Aber ja. Wir brauchen uns nicht wirklich zu fürchten. Denn unsere Gegner haben keine Chance. Schicken wir die Panzer weiter nach oben. So. Und einen neuen Panzer holen wir uns aus dem Lager. Wie auch hier.
und der Herr kann sich schon mal hier hinstellen. Erreicht er die Insel? Ja, tut er. Okay, das ist gut. Dann können wir die wir müssen die Fabrik einholen. Das stimmt. Der hat tatsächlich keine Munition mehr. Ja, gut, dann ist der unbrauchbar. Dann stelle ich den hier hin. Und der hier hat gleich keinen Sprit mehr. Dann kommt der noch hier oben aus Ablenkungsmanöver. Und mal schauen, was der jetzt noch tun will. Okay, er flüchtet von seiner Fabrik. Ja, er will natürlich nicht, dass wir sie besetzen. Aber das war dumm, seinen Ort so leichtfertig zu verlassen, denn wir haben nur einen voll funktionstüchtigen Raketenwerfer auf unserer Seite. Und den werden wir jetzt ausnutzen. So, Tag 34 auf dieser Schlacht. Und hat er jetzt Munition? Ja, er hat's. Ballern wir die Artillerie weg, die ist nämlich am gefährlichsten. Und dann kann er sich noch Truppen kaufen dort hinten. Er hat sich wieder einen Panzer geholt, ja super. So langsam möchte ich den aber eingrenzen. Ja, weiterhin Raketenwerfer benutzen. Und nächstes Flugzeug schwebt vorbei, aber scheint an der Tonspur nicht aufgenommen zu werden. Ein Glück. So, auf dich, dann werden wir diese Stadt jetzt so langsam einholen. Bodentruppen wegballern. Ah, du kannst nicht feuern, okay. Dann schickt mal die Panzer voran. Ah, das ist eine Mecha-Einheit. Ja, trotzdem. Nein, warte, ich muss die aufbewahren. Die soll ja die Fabrik einholen. So, und ihr beide kommt jetzt auch mit. Und du positionierst dich jetzt so, dass du den Patzer angreifen kannst. Der wird sich jetzt wegbewegen, aber ja gut. Das macht nichts. So, eine Transporteinheit würde ich jetzt gerne holen. Zweimal TP-Einheit. TTP. Und dann gehst du als Fracht mit und hier auch nachher. Dann komm, zeig mir, was du kannst. Ja, stimmt, den Kampfpanzer. Gefasst. Wunderbar. Und der hier hat der Munition. Ja, der hat Munition und kann dann den Kampfpanzer komplett ausschalten. Hat er jetzt etwas nachproduziert? Das möchte ich gerne wissen. Dann ballere ich das auch ab. Ja, hat er. Dann Feuer. Ich müsste vielleicht mehrere Raketenwerfer dort aufrüsten. Dann mache ich das jetzt, dann kaufe ich mir halt Raketenwerfer. So, und der bringt die nächsten Truppen. Dann hole ich mir noch Raketenwerfer. So. Und du wickst dich auch langsam voran. So. Jetzt kommen meine weiteren Panzer. Und die Fabrik wird bald meins sein. So, mit der die Artillerie, die stelle ich jetzt wieder hier hin. Und du ballerst jetzt den kleinen Panzer ab. So, dann kann ich auch schon Truppen. Also eine TTP-Einheit wird mit einer Truppe in die Burg einstürmen. Und der hat tatsächlich nur noch zwei Mann. Das heißt, im nächsten Zug nur noch drei. Der hat überhaupt keine Chance mehr. Der wird überhaupt nichts mehr hier ändern können. Dieses Match ist gleich vorbei. Oh, er nimmt jetzt gerne meine Stadt ein. Das ist aber kein schlauer Zug. Und er macht den Blitzschlag. Klappt er jetzt nochmal. Und, okay. Ja gut, weiterhin bringt das nichts. Das sind alles so Notrettungen.
Und er nimmt sich schon wieder einen Kampfpanzer. Mann, ist eine Endlosschleife hier. Aber ja, ich rüste mich hier gut auf. Das wird ihm jetzt zum Verhängnis. Seht mal, wie viel wir haben. Oh mein Gott. So, und die erste TTP-Einheit ist dabei. Ja, wunderbar. So, dann wollen wir mit dem Raketenwerfer alles vom Himmel holen. Ah ja, das sind schon geile Fahrzeuge, diese Raketenwerfer. Ziemlich stark, mächtig. Gefällt mir. Wie sieht's mit Angriff aus? Geht nicht, dann stell dich hier hin. Blockier den Weg. Du auch so. So. Und du gehst direkt ran. So, machst die Brücke zu, dann kommt er auch nicht so schnell hier hin. Dann kommst du noch hier hin. Und wir sind am Ende des Zuges. Ja, ich zieh den Part jetzt etwas in die Länge. Oh, du willst wieder Geld haben. Oh, seine Panzer sind auch stark. Aber er hat nicht mit meinen zweiten Waffen geprescht. So, weg mit dir. So, dann ballern wir noch diese Artillerieeinheiten dort vom Himmel. So, nehmen wir hier noch einen Raketenwerfer raus. Ich überlege gerade, was ist stärker. Warte mal. 52. Ja, dann mache ich das. So, weg mit dem Panzer. Wir können vorrücken und die Artillerieeinheit bekämpfen. Die hat, glaube ich, sogar... Ah doch, die kann Nahkämpfe austragen. Okay. Naja, dann werden wir wahrscheinlich vernichtet. Aber, ja, das macht uns überhaupt nichts. Und die ist down. Wunderbar. Das heißt, er hat einen Zug verloren. Und wir können aufholen. Er hat wirklich nur noch eine Truppe. Und ja, wie lange die noch aushält, das steht in den Sternen. Oh, der hat angegriffen. Wow. Bin beeindruckt. Feuer geht nicht. Weil keine Reichweite. Okay. Ja, dann stell dich mal dorthin. Wir schleichen uns hier vorbei. Geben noch eine Ration ab. Und ja, dann stelle ich noch einen Raketenwerfer hier auf. Und das wäre es dann jetzt gleich. Er übernimmt hier mit einem Soldaten alle Häuser. Das ist so dämlich. So. Die Truppen sind aufgestellt. Wenn ich dann dieses Ding... Ah, er schwitzt schon. Der Igel. Dann wieder weiterer Angriff. Und seine letzte Truppe ist down. Ja gut, dann hat er jetzt verloren, denn seine letzte Truppe, die steht unter Beschuss und wird jetzt niederknien. Ich habe verloren, wie du bist. Andy. Hey. Yeah. Aber wer bist du? Okay. Er will sich rächen, oder wie? Okay, er ist abgehauen. Ja gut, Freunde. Das war ein sehr langer Part. Ich würde mich über einen Daumen hoch freuen. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann könnt ihr doch auch ein Abo dalassen und dann sehen wir uns nächste Woche wieder mit Advance Wars. Ich hoffe, ihr werdet genauso einen guten Wochenstart wie ich haben und dann sehen wir uns vielleicht sogar wieder.
Bis dann.